aber gut. We are watching you. Keep these tickets safe. Mystery tickets awarded. Okay. Red Pesticides können wir uns jetzt holen. More about mysterious tickets. What are they? What do they do? How do you use them? How many do you currently have? Where do they come from? Heck if I know. I'm sure it'll make sense at some point, right? Weird. Okay. Also weiß auch keiner. Bla bla. Nachos Upgrade. Ja gut, wir brauchen jetzt neue Sachen hier. Was ist das zum Beispiel? Ach, das sind diese Nachos. Die könnten wir dann sozusagen einmal schon upgraden. Da würden die 2 Dollar teurer werden, von 4 auf 6. Ah, da gäbe es gleich wieder 6 neue Rezepte. Dann werden die natürlich auch schnell mal schwerer, solche Sachen. Weil man dann entsprechend was bedeutet das? Ach, Grill required. Ah, da haben wir noch nicht die Zubereitungsstationen für. Hier brauchen wir einen Stove, hier auch. Und für diese Sachen brauchen wir natürlich auch noch einen Grill, den wir gar nicht haben, eine Grillplatte. Also das hier war, glaube ich, für Regenwetter geeignet. Da brauchen wir aber nicht unbedingt was. Das ist ganz nett, kann aber nur einmal abgegradet werden. Hm. Ja, und das ist halt einfach ein Moneymaker, weil wir diese Health Nuts Boni bekommen mit plus 5 Bass. Es ist schnell zuzubereiten, es ist ein To-Go-Food, also wenn wir diesen Carry-Out-Dings da noch machen in dem Upgrade-Menü, dann haben wir 2,5 extra Bass auch nochmal drauf. Zieht irgendwann VIPs an, das ist wurscht, Menü-Rod und Plate-Spinner ist jetzt nicht so tragisch. Ich denke, das nehmen wir uns jetzt mal. Probieren das erstmal aus, wie das geht, dann kann ich euch das mal gerade schon zeigen. Also, wir müssen das jetzt tenderizen, also einmal schön einklopfen, 6-mal. So, das muss immer genau 6-mal sein und dann müssen wir es halt noch würzen und dann einfach kochen und fertig. Und das dauert relativ lange zum Kochen. Ich glaube, bei späteren Upgrades dauert das sogar noch länger. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das stimmt oder ob das immer schon so lang ist. Also das kann man immer nebenher laufen lassen, dann hier hochscrollen, wenn es fertig ist, auch wenn man im anderen Menü ist. Und das geht sehr, sehr fix zuzubereiten, wie ihr seht. Wesentlich schneller als manch andere Geschichte, wie zum Beispiel die Salate. Die sind auch einfach zuzubereiten, aber dauern schon eine Ecke länger wie sowas. Nur die Kochzeit ist halt auch immens lang und man muss echt aufpassen, wann die Dinger fertig werden. Damit man die rechtzeitig dann fertig bekommt. Aber die kann man dann laufen lassen, während man hier die anderen Sachen bearbeitet und hat dann auch relativ schnelles und ordentliches Geld verdient, bekommt hin und wieder auch Tipps. Also es ist eigentlich nicht schlecht. Eine Sache gucke ich aber nochmal. Nämlich, achso, Heavy Tipper war das hier, genau, das waren Baked Potatoes. Kann man dann mal bei Regentagen ganz gut einsetzen, aber kostet natürlich auch 1200. Ja, also am Anfang hat man echt für nichts Geld, wie man sieht. Hier haben wir ein paar Upgrades, wir könnten jetzt zum Beispiel noch die Eiskugeln upgraden, wir könnten mal Equipment jetzt nochmal gucken, sowohl Grill und Stove Station als auch, was wir jetzt hätten, Garbage Service, Red Pesticide, wobei das finde ich alles nicht so geil. Fun Menüs? Achso, dann werden die. Aha, das haben wir auch noch nicht. Wo ist denn hier? Ach hier, To-Go Carry-Out Service. Oh, der ist aber teuer. 1800 kostet der. Puh, ja, dann holen wir uns doch erstmal Hähnchenbrust. Bitteschön. Purchase. Und bam. Und das können wir auch noch nicht upgraden, glaube ich, ne? Ne, können wir noch nicht. Das lassen wir einfach so, wie es ist. Schauen uns das aktive Menü an und Regen war, glaube ich, nicht angesagt, ne? Nope. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir mal solche Sachen zum Beispiel raus. Ich verkacke immer noch das Menü, ey. So, holen das hier rein und holen, glaube ich, uns mal den Fisch für die Susapias, oder? Ich meine, die
Ach ja, die Pommes werden auch nicht so häufig bestellt, eher abends rum. Wir brauchen natürlich auch irgendwas noch tagsüber, ne? Wir haben ja schon hier die beiden Sachen für abends. Na komm, dann nehmen wir die Pommes mal raus und dafür den Fisch. So, okay, dann machen wir das so. Der Daily Buzz ist immerhin bei 30%, das ist schon recht ordentlich. Und der würde sich nochmal verringern, wenn wir Bier rausnehmen würden. Tja. Es gibt mir 8. Ich könnte natürlich die Pommes einfach nehmen dafür. Ist eigentlich ganz gut machbar. Muss ich vielleicht nochmal ändern. Komm, das machen wir. Und dann nehmen wir die Pommes fürs Bier rein und schon haben wir nochmal 5% mehr Bass und kriegen gleich ein bisschen mehr zu tun. Das ist aber gar nicht schlecht, denn das war ja durchaus wenig, was wir bisher hatten. So, Schuss Papier ist mit Sugar, mit Zucker, bitteschön. So, dass wir jetzt selbst morgens, beim letzten Tag hatten wir 11% Bass, glaube ich, und jetzt haben wir 25, das ist schon eine ganze Ecke mehr. Und bitteschön. Nächste Bestellung, bitte. Sehr geil. Jo. Machen wir Fisch, auch gut. Und schon mal fertig. Ja, ein bisschen was kann jetzt aber noch kommen zwischendurch. Was ist denn hier los? Tut keiner was? Das kann doch nicht sein. Na gut, nach wie vor morgens ist nicht so beliebt. 4 Menü-Kombo um 11 Uhr, meine Herren. Los, fest, Leute. Habet Hunger. Ja, also man sieht, selbst mit 25% wartet man noch lange bis auf. Oh, waren das jetzt 6 Mal? Ich habe jetzt nicht so richtig mitgezählt. Ich glaube ja, weiß es aber nicht mehr ganz genau. Können auch 7 oder 5 Mal gewesen sein. Und mit Zucker bitte. Jetzt machen wir mit Zucker, machen wir doch sofort. Und machen wir mit Zucker. Jawohl, jetzt wollen sie alles, was Papiers haben hier. Kein Zucker. Haben wir auch. So, Cheese, Onions und Peppers haben wir auch. Okay. Cheese, Greens und Carrots, ja. So, zack. Okay, machen wir. Beim Müll raustragen, gleichzeitig noch die Menüs rausgeben, können wir auch. Auch überhaupt kein Thema. Machen wir alles hier. Zack, zack, zack. So, Carrots. Und dann haben wir hier Ranch Cheese, Bacon Croutons. Bitteschön. Da musste ich gerade zählen. Ich fast vergessen. Cheese, Greens und Carrots haben wir auch. Und Cheese, Mushrooms, Tomatoes. Okay. Da gucke ich lieber zweimal hin, bevor ich mich da vertue bei solchen Bestellungen. So, diese Hühnerbrüste verbrennen uns auch nicht so schnell, das ist auch gut. Okay, Thousand Island Cheese, Mushrooms, Tomatoes haben wir auch hier. Und ihr seht schon, wir bekommen auch mehr Chores jetzt durch unser neu zusammengestelltes Menü. Aber normales Salz, bitteschön. Das bekommen wir auch alles noch problemlos hin. Wie gesagt, bei 4 Zubereitungsplätzen ist alles easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Da darf man sich nicht verzählen, sonst hat man nur einen Average Order gemacht, also eine durchschnittliche Bestellung abgeliefert. So, das muss immer passen. Um 45 Bass am Nachmittag. Das gibt gleich eine knackige Rush Hour. Aber noch machen wir alles gut. Diesmal ein bisschen mit Sea Salt. Haben wir auch, bitteschön. Haben wir auch. Sehr schön. Ja, und ihr seht schon, so kann man mit mehr Bass doch wirklich A, mehr Geld machen und B, auch ein bisschen mehr Herausforderung hier, als die ganze Zeit zu warten, bis die Bestellungen kommen. Aber dafür muss man das Menü auch halt entsprechend präparieren. Dass man zum Beispiel keinen Abzug mehr durch Alkoholiker drin hat, dass man, also durch Alkohol,
und ähnliche Kniffe mehr. Da muss ich jetzt mal mehr drauf achten, damit das hier ein bisschen mehr abgeht. 31er-Kombo hätten wir sonst nämlich bisher nicht erreicht. So, noch ein kleiner Hühnerbrust zu bereiten. Und dann geht's gleich in die Rush Hour. Na los. Mit Zucker. Oh, das verbrennt doch relativ schnell alles, muss ich aufpassen. Und diesmal mit Zucker. Haben wir auch. Greens and Carrots, bitteschön. Zack. Haben wir auch. So, und jetzt kann keiner mehr bestellen, denn es ist alles voll. Cheese, Bacon, Croutons, Onions, Peppers. So, dann sind die ersten Sachen fertig da unten. Und hier. So, haben wir auch. Jetzt wird es doch ein bisschen stressig, aber es geht noch. Aha, aha. Haben wir auch. Jawohl. Cheese, okay, haben wir auch. So, da ist die Rush Hour vorbei und wir haben es gut gelöst. 45er Kombo, könnte ein Perfect Day werden. Sollte eigentlich einer werden jetzt. Sehr schön. 3, 4, 5. So, bitteschön. Halt. So, jetzt hätte ich mich fast verschätzt hier. Mit Seesalz, bitteschön. Haben wir auch. Toilette sauber. Das hat hier Order mit Zucker. Mit Schoka und mal auch 50er Kombo, ja, sehr geil. Und bitteschön nochmal Fisch. Kriegen wir alles ganz schnell hin. Und nochmal Fisch. Ja, Fisch ist sehr beliebt immer und ist sehr einfach zu machen. Oh, jetzt haben wir sogar 8 Dollar Trinkgeld gerade bekommen für den tollen Fisch. Das ist natürlich geil. So wollen wir das auch haben hier. Sehr, sehr schön. Moment. Und Sea Salt. So, das habe ich jetzt mal ein bisschen umständlich gemacht. Gut, dass ich mich da... Jawohl, Perfect Day Achieved. Ah, wie geil. Jetzt kriegen wir sogar Luftballons hier. Toll. So, ja, man sieht trotzdem, wir haben nicht wirklich viel mehr eingenommen, aber immerhin der Bass hat sich nochmal um 2% auf 27 erhöht. Und wir haben halt 20 Dollar Tipps gehabt, also Trinkgeld. Das ist schon sehr ordentlich. Und das ist auf jeden Fall richtig gut. Jetzt haben wir unser Trinkgeld auch erfüllt. Haben wir 112 von 100, also haben wir es geschafft. Da brauchen wir nur noch 10 Tage vervollständigen und dann haben wir es eigentlich hinter uns. So, ich gucke jetzt mal zwischendurch eigentlich, wie weit ich in der Aufnahme hier bin. Nicht, dass ich zu lange aufnehme oder zu kurz. Oh ja, ich glaube, ich bin schon am Ende angelangt. Länger sollte ich nicht aufnehmen, sonst mache ich mir mehr Folgen wie nötig und das ist nicht gut, weil ich habe noch jede Menge andere Folgen, die ich produzieren muss und da darf ich hiervon nicht zu viel machen, damit ihr auch immer jeden Tag schön Folgen bekommt. Oh, it's time for your 5-day inspection. An inspector will come to your restaurant, bla bla. Es gibt also den nächsten Inspektionstag vom Besuch vom Gesundheitsamt mal 2. Patch Notes, wer will das denn wissen? So, a perfect day, wow! Und dafür haben wir 250 bekommen. Geil, Chef Risotto ist begeistert von uns. Kann es nicht glauben, dass du es geschafft hast, alles perfekt zu machen. Du Geilo-Typ. Jawohl, los, geben wir uns die Motivation. It's coming soon, cook for love. Are you tired of being a lonely chef, also ein einsamer Koch zu sein? Hast du es leid? Ja! More about robberies. Oh ne, bitte jetzt keine robberies. Ey, da habe ich keinen Bock drauf. Mini Rod. Na toll. New Item. Air Conditioning is available und Lasagne Upgrade. Oh, Lasagne. Hört mir mit Lasagne auf. Das ist ein Graus, Lasagne zuzubereiten. In der Realität ist das geil, aber wenn man unter Zeitdruck steht, ist es alles andere als geil. Das kann ich euch ja schon mal versichern. Ja, braucht man eigentlich nichts kaufen. Weder Stove noch Grill, weil wir können uns danach eh kein Essen mehr leisten. Das macht wenig Sinn.
Oh, dann werden die Besucher extra geduldig. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Das mache ich mal. Bam, da haben wir zwar wenig Geld übrig und können sowieso nichts mehr upgraden, aber und auch nichts Neues mehr kaufen. Wir haben wenigstens jetzt noch geduldigere Besucher. Und das ist definitiv gut so, möchte ich mal behaupten. So. Was haben wir denn hier? Ja, ich will eigentlich die 5% will ich vermeiden von, die wir bekämen mit, sag mal schnell, die wir bekommen, also Abzug bekommen im Bass, wenn wir jetzt Bier reinnehmen. Das gibt uns zwar mehr Geld, das ist richtig, und wird auch wie verteufelt viel bestellt, aber ich finde, wir haben noch nicht so den riesen Bass-Faktor, dass wir hier, halt, da wollte ich nicht hin, dass wir das hier irgendwie, oh, wir haben 3 Healthy Foods und haben deswegen einen 10-Bass insgesamt, 10%-Bass, das ist geil. Afternoon Delight und Perfect Orders mit 27 plus, das ist richtig gut. 5% weniger am Morgen, aber sonst sehr gute Rate hier. Okay, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss für heute. Weiß nicht, ob das jetzt 3 Folgen sind, müssen eigentlich 3 Folgen werden ungefähr. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir die letzten 10 Tage vor unserem ersten Restaurantstern absolvieren. Bis dahin bestimmt nochmal neue Menüpunkte hier kaufen, neues Essen, das wir hier machen, zum Beispiel dies hier, Corn Dog, also eine Art frittiertes Mais Ding mit Ketchup oder mit Senf. Das könnte man sich zum Beispiel nehmen. Was hätte das für Negativfaktoren? Menürot ist klar. Never Tip. Ah, okay, aber ab 2 Sterne wird das niemand mehr bestellen. Ist das hier auch so? Ja, genau, bei Brezeln genauso und bei Bier nicht so, okay. Ja, sowas könnte man sich natürlich nochmal holen als Lückenfüller sozusagen. Das werde ich sicherlich auch nochmal machen, wenn ich genug Geld über habe, hier Fried Chicken. Und da müssen wir natürlich irgendwann solche Sachen auch noch holen, hier sowas wie Burger oder Pizza. Das ist nachher richtig geil, gerade fürs Mittel- und Endgame. Hier sowas wie Steak braucht man irgendwann noch. Aber man muss natürlich auch das Geld dafür haben. So, damit soll es das aber gewesen sein. Ich sehe euch hoffentlich auch bei der nächsten Folge nochmal wieder. Oder vielmehr, ihr seht mich ja wieder, so rum. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Wünsche euch alles Gute. Bis dahin, ciao. Yes.